René Char, Prometheus und Steinbrech zugleich. An Hölderlins Harfenhand rührend. Ohne die Spaltkraft der Poesie, was ist da Wirklichkeit? Allzu gewaltig hatte Gott unter uns gelebt. Wir hatten Aufstehen und Aufbruch verlernt. Tot sind in unseren Augen die Sterne, die Herrscher waren in seinem Blick. Die Fragen der Engel haben den Einbruch der Dämonen bewirkt. Die hefteten uns an den Felsen, um uns zu schlagen und zu lieben. Aufs Neue. Der Kampf vollzieht sich allein in den Finsternissen. Nur an ihren Rändern ist Sieg. Adlige Saat, Krieg und Gunst meines Nächsten, bei dumpfer Morgenröte bewache ich dich mit meinem Kantenbrot und harre auf jenen erahnten Tag strömenden Regens und grünen Schlamms, der für die Brennenden kommen wird und für die standhaft gebliebenen.